Okay, wir sind wieder zurück in Megatron, Megaton, Was ist los? Nuka-Cola-Tron, wie es auch immer heißt. Und wir machen eine Megatron-Spezialfolge jetzt. Das, wir gehen durch die Stadt, machen alle Missionen, was es hier gibt, weil Ich hoffe, erst Sie planen keinen Einbruch. danach wird es erst interessant, wenn wir draußen sind aus der Stadt. In der Stadt drin gibt es ja nicht so viel Interessantes. Ich hoffe, sie planen keinen Einbruch. Right? Okay, passt. Doch, den plan ich. Die killen mich, wenn sie mich entdecken. Ich glaube, die killen mich. Aber ja. Kann sein, dass das eine lange Folge wird. Vielleicht wird sie auch nochmal 30 Sekunden lang. So wie alle anderen. Moriarty ist kein Wort. Vielleicht sollte ich meine Pistole wegstecken. Gibt es da noch einen Bodensafe oder was? Das war doch nicht alles. Ja, okay. Versteckt, versteckt, versteckt. Muss ich mir das Kennwort durchlesen oder kann ich es einfach so? Nein, ich brauche mir das Kennwort nicht durchlesen. Jericho! Oh boy. Leo. Leo ist der Chunky. Leo ist der Chunky, okay. Linker Hund. Was glaubt Andy, dass eine Kneipe in seiner Stadt aufmacht? Billy Creel ist not my son. Church. Besucher. Mr. Bö. Ja, ich habe die Mission gerade nebenbei mit oder weitergemacht, sehe ich. Galaxy News Radio. Okay. Und wir haben unabsichtlich schon weitergespielt. Ja, mein Bitboy ist blau. Ich hoffe, das schaut nicht so schlecht aus dann. Okay. Hallo. Hallo. Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Ich bin entzückt. Endlich jemand, der seine Bürgerpflicht ernst nimmt und einen gesunden Menschenverstand besitzt. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Sie haben hier keinerlei Wurzeln, kein Interesse am Schicksal dieser Jauchegrube. Helfen Sie uns, den kleinen Schandfleck von der Karte zu entfernen. Nein, nein, ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus hochjagen. Leichtes Geld für Sie. Werde nie einen Sprachchat schaffen. Sims ist ein Idiot. Er ist stolz auf seine Position als Bürgermeister und Sheriff dieses Schrottplatzes. Sie meinen, was Sie außer der Genugtuung bekommen, der Welt einen Gefallen getan zu haben, indem Sie diese abscheuliche Stadt ausradieren. Nun, Sie würden sehr großzügig belohnt werden. Mein Arbeitgeber ist nicht geizig. Wenn Sie Kronkorken und Luxus wollen, kein Problem.
Gut. 500 Kronkorken zusätzlich zum Basispreis, wenn Megaton eine Ruine ist. Hier ist die Fusionsimpulsladung. Platzieren Sie sie in der Bombe. Sobald alles erledigt ist, treffen wir uns am Tenpenny Tower, südwestlich von hier. Dort ist es sicher, kann man gar nicht verfehlen. Fragen? Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten. Okay, es gibt nur einen Weg, das zu tun beim Permadeath Run. Was geht? Das ist die Bombe. Das ist die Bombe entschärfen. Zuerst zu Simmons gehen, der gibt uns die Belohnung und das Haus. Dann zu Mr. Burke gehen, der bringt Simmons um. Und dann kriege ich Lass noch... Lass Drink sein, hier ist genau der richtige Ort dafür. Hey, Glatthaut, brauchen Sie was? Vielleicht ein Drink? Was anderes? Irgendwas? Was schaust du da an? Moment mal. Sie werden mich nicht schlagen, mich anbrüllen, noch nicht mal ein bisschen beschimpfen? Nein, nein, wir sind manchmal gut, manchmal böse. Ach nee, was für eine Überraschung. Ich bin's gewöhnt, von jeder verdammten Glatthaut dieser Stadt verarscht zu werden, weil ich wie eine Leiche aussehe. Freut mich zu sehen, dass es hier auch noch ein paar interessante Leute gibt. Hören Sie zu. Moriarty würde mir den Kopf abreißen, wenn er mich mit Billigpreisen erwischen würde. Aber für Sie riskiere ich's. Nett sein, zahlt sich manchmal aus. Ich komme aus Underworld. Das ist eine coole Stadt in DC. Dahin bin ich aufgebrochen, um Abenteuer und Glück zu finden. So bin ich hier gelandet. Ich hänge hier fest. Colin sagt, dass ich erst gehen darf, wenn ich meine Schulden bezahlt habe. Außerdem berechnet er mir Kost und Logis. Wenn Sie jemals nach Underworld kommen, grüßen Sie Carol von mir. Mr. Moriarty sagt, dass wir den Sender eingeschaltet lassen können. Gutes Programm. Ich mag den DJ Three Dog und wie er beim guten Kampf hilft. Ach, wenn ich mitmachen könnte, anstatt hier festzusitzen. Für Sie doch gerne. Hat wirklich nur Alkohol? Baseball. Polizeiknüppel. Ah ja, das geht sich gut aus. Vollobst, das brauchen wir alles. Wunderkleber. Hey, kannst du haben. Bis bald, Schnapsdrossel. Alter, ich hab kein Alkohol bei dir gekauft. Ah, bis bald. Ich bin der Letzte. Denn du hast Alkoholiker. Es hat guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Kann ich hier schlafen? Nein, ich muss mir ein Bett mieten. Das brauche ich noch nicht. Ich kriege bei dir eins. Dann haben wir hier. Die. Dann brauche ich auch nichts. Ja, was zur Hölle ist denn? Ah, du. Colin Moriarty. Zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Überhaupt kein Problem. Ich kümmere mich um Sie, bis der faule Zombie aufwacht und seinen Job macht. Ah ja, gleiche Kasse. Das Ödland? Warum sollte man dahin wollen? Hören Sie mal zu, in Megaton gibt es alles, was man braucht. Warum sollte man woanders hingehen? Ich überschwimme diese Tölpel mit Schnaps und Huren. Dafür schwimme ich in Kronkorken. Ein fairer Deal, wie ich finde. Ich führe eine Bar. Gerüchte gehören da nun mal dazu. Darum erzähle ich Ihnen dieses hier gratis. Weiß nicht, ob Sie Lucy West schon kennengelernt haben, das hübsche, junge Ding. Sie hat irgendwie Angst, aber vor wem oder was, weiß keiner. Und so gehen wir jetzt auseinander.
Das tun wir wohl. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht stehle. Das wäre mein Tod. Du, Walter. Was darf's denn sein? Nun, alle wissen, dass die alte Wasseraufbereitungsanlage bald den Geist aufgibt. Ich bin der Einzige in der Stadt, der das Ding in Gang halten kann. Ich verbringe so viel Zeit in der Anlage, dass ich mich nicht um die Lecks kümmern kann, die die Rohre in der Stadt ständig bekommen. Nun, ich erwarte von Fremden nicht viel, aber falls sie sich gut genug auskennen, können sie diese Lecks suchen und ausbessern. Dem Druck in der Anlage nach zu urteilen, würde ich sagen, dass es in der Stadt insgesamt 3 Lecks gibt. Überprüfen Sie die Rohre und die Ventile. Die Lecks sind unter Umständen schwer zu finden. Ich könnte sie reparieren, kann aber nicht den ganzen Tag Lecks suchen. Dieser rostige Aufbereiter fällt auseinander, wenn ich ihn nicht ständig flicke. Ich kann nur dann eine Pause einlegen, wenn ich das Ding über Nacht ausschalte. Aber wenn das Wasser nicht fließt, kann ich nicht nach Lecks suchen. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Wenn die Leute wüssten, wie übel es hier oben aussieht, nicht auszudenken. So, wieder an die Arbeit. Man kann jedem die gleichen Fragen stellen. Ich weiß, dass diese Lecks zwischendurch echt schwierig zu finden sind. Eins haben wir schon gesehen. Die anderen sind ein bisschen versteckter. Frauentoilette? Nein, wir schauen da ausnahmsweise nicht hinein. Wenn sie ihre Ruhe haben. Okay, mach mal Licht an. Warst du gerade in der Frauentoilette? Okay, warte mal. Jump. Sind wir hier? Aus der Gemeinschaft. Kann ich hier schlafen? Sila. Sila. Schlafenbett. Sila. Sila, Sila, Sila. Okay. Gratis Kühlschrank, dann nehmen wir nichts raus. Und wenn er gratis ist, ist uninteressant. Überhaupt habe ich genug Essen normal. Und da es ja keinen Hardcore-Modus gibt anscheinend. Nein. Kein Alkohol. Naja, das war ja so ziemlich das uninteressanteste Haus, was es gibt. Interessant, da geht's ja gar nicht mehr. Wow. Ah ja, hier leck. Mist. Muss ich aufs nächste Level abwarten. Will ich reparieren auf 30 haben. Und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Okay, ist das Moros? Oder ist das das Kirchenhaus? Moira, wo warst du? Das ist der Dog. Drüben gibt es noch was, aber das war nicht Moira. Moira war hier irgendwo. Irgendwo hier drüben. Bringt unsere Erlösung. Sie ist das Symbol für den Ruhm des Atoms. Ich glaube, so viel Interessantes gibt es hier nicht mehr. Und an das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung dienen. Schenkt dem Atom eure Körper, meine Freunde. Gebt euch seiner Macht. Ist das Moira? Fühlt seinen Glanz und. Das ist genau das Haus, wo ich früher gerade war. Verdammt. So oft hier gewesen und kenne mich noch immer nicht aus. Oh. Es wird keine Tränen, keine Sorgen und keine. Nein, das ist Tag. Mein Spiel schaut sehr grün aus gerade. Sehr grün. Filter. Ja, euer Leid wird vergehen. Nein, das ist nicht die Lösung.
Farbkorrektur. Krass. Da bin ich mit dem Kontrast gerade drauf geschossen. Und schmutzigen Körpers gebären. Jeder von uns wird Mutter und Vater. So viel Kontrast, aber irgendwie passt's gerade. Jetzt ist es auch richtig hell. Verdammt, wo warst du, Moira? Das ist die Waffenkammer. Ich bin hier einfach vorbeigegangen. Das tut mir leid. Verdammt, hier ist heiß drinnen. Moriarty, das muss dann Moira sein, oder? Ja, ist abgeschlossen. Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Oh. Mist, 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 Mist. Nicht, dass ich den Weg zu ihr nicht finde. Oh, nein. Ich schaff den Jump hier nicht drauf. Oh, nein, geht nicht. Oh, und ich schwitze. Und ich schwitze, das war's. Jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Jedes Ohr soll ertauben. Ist das Moira? Da war Chris Jerichos Haus, oder? Lucy. So, aus meinem Weg. Jericho. Gibt's ja nicht. Das wäre aus. So, ich mache hier eine kurze Pause, bis ich es finde. Jo. Okay, ich hab's gefunden. Es geht ohne Facecam weiter, weil ich zu Tode schwitze. Doderspitze, ja, das ist ein Wort. Und weil ich jetzt so eine T-Shirt spiele, ganz einfach. Bett schlafen, kommt die Wache nicht dazu rein normal. Nein. Whiskyflasche, natürlich auch ein Alkoholiker. Alle im Wasteland anscheinend. Ah, gab es hier was Interessantes zu klauen? Ein zerstörtes Buch. Schaut nicht so aus. Bücher. Die braucht doch keine Ahnung. Was war das? Schreibtisch schwer. Mist. Mist. Nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Okay, runter dann. Oh, hi. Dann sind wir schon ziemlich schnell durch Nukatron durch. Da kann ich sowieso nicht stillen, weil da alle Leute rumstehen. Ich hoffe, Sie planen keinen Einbruch. Was, wenn ich das tue? Ja, ja, ich bin dumm. Oh, Kronkorkenmine. Damit gehe ich mich nur. Okay, Moira. Ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Craterside-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor 10 bis 12 Jahren ein Mädchen damit in die Stadt gekommen ist. Sie wusste nichts über das Ödland und ich wusste, dass ihr ohne Schutz etwas zustoßen würde. Darum bot ich ihr an, den Vault-Anzug zu panzern. Ich sah sie nie wieder. Bestimmt kam die Arme da draußen um. Sie war gewissermaßen der Anstoß zum Buch. Wenn Sie mir helfen, gehört der Anzug Ihnen. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben, zum ersten Mal nach oben zu kommen oder was auch immer Sie erzählen wollen. Eigentlich will ich gar nichts erzählen. Im Hauptsaal.
Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, diese große Glühbirne da oben auszuwechseln. Oh. Das eignet sich prima für das Vorwort, als humoristische Einführung. Hier, nehmen Sie den Anzug. Ich habe das Gefühl, dass Sie ihn brauchen könnten. Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Nun, es geht um Strahlung, Tests einer experimentellen Vorrichtung und, ich will ehrlich sein, etwas Recherche und solche Sachen. Bezahlen kann ich mit Kronkorken, Medikamenten und vielleicht sogar ein paar dieser einzigartigen Erfindungen, wenn sie gut sind. Interessiert? Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen, sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Es wird genug Verletzungen geben, wir alle wissen es. Oh. Ich hätte da Kronkorken, Medikamente und vielleicht sogar ein paar einzigartige Erfindungen, wenn sie gut sind. Sicher habe ich was Passendes. Mit etwas Einfallsreichtum können Sie einen Haufen Schrott in einen Berg von Kronkorken verwandeln. Und Schrott gibt es genug. Und? Helfen Sie? Was für ein Enthusiasmus! Also gut, ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen. Wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Strahlung. Bei diesem Thema brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß viel aus Büchern, komme aber einfach an kein lebendiges Exemplar heran. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Okay, 200 Red sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls Sie aber 600 oder mehr Red verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. Das kann ich nicht tun. Für die netten Leute in der Kirche wäre das eine riesige Enttäuschung. Aha. Außerdem ist es ja nicht so, dass diese Bombe schon mal jemanden verletzt hätte. Leben und leben lassen. Richtig? Nein. Fragen sind immer willkommen. Ich bin wie ein offenes Buch. Was wollen Sie denn wissen? Ach, ich habe nicht annähernd die Wüstenerfahrung, die Sie haben. Wenn ich auch nur die Hälfte dieser Dinge versuchen würde, gäb's mich nicht mehr. Sie machen wenigstens den Eindruck, als könnten Sie da draußen bestehen. Ich kann nur gute Ideen schmieden und mit Schrott für die Karawanen handeln. Habt ihr die Motorradgeräusche gehört von draußen? War nicht laut. Nun, ich dachte, statt nur mit altem Schrott den Karawanen zu helfen, könnte ich meinen brillanten Geist doch für das Wohl aller einsetzen. Und mit meinem Geist und Ihrer Erfahrung wird dieses Handbuch ein Dutzend mehr Leben retten, als diese habgierigen Kaufleute es jemals tun werden. Dumpen Jugendlichen auf ihren Motorrädern. Warum können die nicht mal leise sein mitten in der Nacht? 2:00 Uhr, das gibt's doch gar nicht. Weiter so, mein treuer wissenschaftlicher Assistent. Ja. Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Ich glaube nicht, dass da was Interessantes gibt. Schauen wir mal. Doch. Ah,
ist billig. Da hätte ich sogar Muni. Aber vielleicht nicht besser als meine Granate. Stimpack, sonstiges Diagramm. Ich sehe nur diesen. Okay. Dann lassen wir uns mal verstrahlen. Viel Glück bei Ihrer Feldforschung. Ja. Das ist die leichteste von denen. Verdammt, die Minen. Die bereiten mir jetzt schon Angst. Nein, falsche Taste. Falsche Taste. Aufgaben hier. Nein. Strahlenkrankheit. Okay. Wo ist mein Status? Radioaktion 12. Das wird interessant. Ich meine, wir haben die perfekte Quelle hier. Natürlich werde ich das am Anfang machen. Eine leichte Entscheidung. Leicht. Ganz leicht. Gehen wir da einfach rein und trinken ein bisschen Wasser. Verbrannt werden. Jeder von uns wird eine Milliarde Sterne aus der Masse seines erbärmlichen und schmutzigen Körpers gebären. Jeder von uns wird Mutter und Vater für eine Trillion Zivilisationen sein. Jeder von uns wird den Frieden und das Ende des Schmerzes erfahren und den Glanz des Atoms kennenlernen. Ich bitte euch, meine Freunde, trinkt und... Trinken, ja, das tun wir schon. Okay, ich hoffe, ich überlebe das, aber das sollte ich nur mal schauen. Ruhmreiches Atom, ich gebe dir diese kläglichen Knochen. Ich übergebe deinem Willen diesen zerbrechlichen Körper. Ich bitte dich, benutze mich als Wirt, führe mich zu deinem Glanz, teile jedes Teilchen und bringe diesem verrotteten Fleische Erlösung. Und wenn eine nette Predigt nebenbei. Überführe die zerbrechliche Form dieses kurzlebigen Körpers in ein neues Leben, geschmiedet durch dein Leuchten. Komme zu uns, Atom. Beschenke deinen unwürdigen Diener mit deiner Anwesenheit. Wir bleiben... Siehe! Hallo? Er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder der Erde sich versammeln, um die Macht des Atoms zu erfahren. Das reicht jetzt, oder? 613. Ja, passt. Perfekto. Wichtige Mission. Überhaupt sie am Anfang zu machen. Die Schaden-Mission muss ich noch improvisieren. Ich will nicht nirgends drunter hupfen. Kein Fall. Och, sind Sie wetterfühlig? Oder eher strahlenfühlig? Noch nicht einmal für die Menschheit? Nein. Noch nicht einmal für die Wissenschaft? Auch schon gar nicht. Ach, sind Sie wetterfühlig? Oder echt eher jetzt? Strahlenfühlig? Nochmal. Das kann ich sehen. Sie glühen ja geradezu. Haben Sie jetzt ein bisschen Geduld und versuchen Sie stillzuhalten. Erzählen Sie mir, wie sich das anfühlt. Dann werde ich Sie sofort verarzten. Sie sind ein Glückspilz. An diesem Punkt würden die meisten anderen scheitern. Andererseits kennen die anderen meine experimentellen Tricks nicht. Nur noch ein paar Notizen, dann kümmere ich mich um diese böse Strahlung. Ich habe dafür mein eigenes Gebräu zusammengemischt. Bisher konnte ich noch keine Tests an Leuten ausführen, die so stark verstrahlt waren. Aber ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Aufregend, oder? Okay, etwas Brahmin-Milch, ein paar Magneten und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Mhm. Nun, Sie leben. Das ist definitiv gut. Nur leider gab es da eine Nebenwirkung, eine klitzekleine Mutation. Die scheint aber harmlos zu sein. Hier nehmen Sie ein paar Medikamente gegen Strahlung. Tut mir echt leid, dass ich Ihre DNA durcheinander gebracht habe, wie ein Kätzchen ein Wollknäuel.
Moores Experiment hat eine unerwartete Nebenwirkung. Ihre verkrüppelten Körperteile erholen sich nun von selbst, wenn sie stark verstrahlt sind. Nein, das mache ich gar nicht. Ich muss herausfinden, wie sicher es ist, Lebensmittel aus einem dieser großen Läden da draußen zu sammeln. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Das wird den ersten Teil des Buchs abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? Oh, Essen holen, Minenfeld ist Selbstmord. Das ist sowas von Selbstmord. Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Super! Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn sie nichts finden, kommen sie zumindest heil zurück, okay? Und immer dran denken, ich kaufe alles. So wie jeder andere Händler. Oh Gott, super duper Markt war auch nicht leicht. Jetzt hat es mich wohl weggedreht. Aber wir kriegen jetzt vielleicht noch ein Level durch die Bombe entschärfen. Dann können wir reparieren und raus aus dieser Stadt. Da ist eine Kuh. Sie hat kurz gezittert, weil sie mich gezähnt hat. Gezähnt. Keine Sorgen und kein Leid mehr geben. Hey. In der Spaltung sehen wir unsere Erlösung vom Schmerz. Wo ist Lukas? Hier ist er doch, oder? Sehr schön. Ja, ich soll verdammt sein. Sie haben es geschafft, oder? Sie haben das Ding entschärft. Hier ist Ihre Belohnung. Hey, ziehen Sie doch hierher. Hinter der Brass Lantern gibt's noch ein freies Haus. Hier sind Schlüssel und Unterlagen. Ich kann Ihnen nicht wirklich helfen. Aber reden Sie mit Moira. Sie hat jede Menge Dinge, mit denen Sie das Haus etwas rausputzen können. Passen Sie auf sich auf. Keine Sorge, bin gleich wieder zurück. War das kein Level Up? Das ist ganz schlecht. Wie geht's denn so? Mir ging es schon mal besser. Mist. Okay. Das ist nicht gut. Ich brauche ein Level Up. Dringendst. Okay. Vielleicht wird mir einfach Lukas seine Loot helfen. Schauen wir mal. Erst wenn ich aus dieser Stadt draußen bin, beginnt das wahre Permadeath Let's Play. Alles davor. Hintergram. Über Moriarty. Habe ich es falsch gemacht? Was ist? Noch nie einen Ghoul gesehen? Nein. Habe ich es falsch gemacht? Hast du was auf dem Herzen? Nein. Hätte ich zuerst zu Moriarty gehen müssen? Alles andere? Oder zu dem Typen halt, wie er heißt? Ist weg. Verdammt, wo ist er denn? Vielleicht schlaft er irgendwo oben. Mr. Burke? Wer, das schaffe ich nicht. Kann echt sein, dass ich verbockt habe. Oh je. Das ging doch anders. Wo ist Mr. Burke? Verdammt, verdammt, verdammt. Wie wär's, mal die Augen aufzumachen? Schön, Sie wiederzusehen. Brauchen Sie einen Drink? Da. Bis bald. Hast du ein Wo ist er? Wo ist Mr. Burke? Nein! Hallo. Also, reden oder die Kurve kratzen. Oh je. Das ist ganz schlecht. Ich habe kein Level Up bekommen und ich habe auch nicht Mr. Burke Quest oder Mr. Perks Attacke auf Lukas bekommen. Oh je, oh je.
viel reparieren habe ich. Kann ich mir das jetzt cheaten? Fertigkeiten reparieren 19. Nein. Ich hoffe doch, Sie halten sich vom Ärger fern. Ich will für Ihre armselige Haut keine guten Kugeln vergeuden. Passen Sie auf sich auf. Verdammt, das gibt's doch nicht. Nichts. Ich hätte schwören können, so ist das immer abgelaufen. Hallo. Und reparieren kann ich auch noch nichts. Oh, da wollte ich gar nicht rein. Ist er denn zu Hause, Mr. Jericho? Nein, ist er nicht. Dann klauen wir uns da doch mal durch, wenn er nicht zu Hause ist. Für meinen Nachbarn. Pfeile. Diese Waffe, die mit den Pfeilen arbeitet, die kriegen wir noch ewig nicht. Ah. Das ist cool, das Offizierschwert. Krugnack. Oh ja, das hat sich ausgezahlt. Wenn dann hier was bekommen. Wo ist er, der Krugnack? Krugnack, haben wir sonst noch was zum Lesen? Ich habe gar nicht nachgeschaut. Nein. Da. Das stört mich jetzt. Ich werde wahrscheinlich nochmal rübergehen. Und schauen, ob ich das doch noch nicht zusammenbekomme. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Wadsworth. Ich bin hier, um mich um Ihre Bedürfnisse zu kümmern und Sie zu unterhalten. Was darf es denn sein? Sehr wohl, bitte sehr. Hey. Ich war mal in einem Krematorium, das Preisnachlässe für Brandopfer anbot. Okay. Ich wünsche einen schönen Tag. Eine Wackelpuppe haben wir. Spinde. Da kann ich später mal reinlungern. In eine Runde schlafen. Hüttentür. Bin ich gut genug vorbereitet, um. Ihr wisst schon, wo rein hopfzupfen. Super Duper Market. Bin ich noch nicht genug. Gut genug vorbereitet. Ich hätte schwören können, dass es immer so gelaufen, falls ihr. Wisst, woran es liegt, dass Mr. Burke weg ist oder ob ich einfach die falsche Reihenfolge gemacht habe, dann sagt es mir in the comments below. Vielleicht ist er nur in der Nacht dort. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Aber ich glaube, irgendwie habe ich es vermasselt einfach. Ja, ich darf nicht einbrechen. Colin, wo ist Mr. Birkin? Rede, Colin. Was kann ich für Sie tun? Nein. Und so gehen wir jetzt auseinander. Mist. Nicht cool. Ah, verdammt. Okay, Lucy. Ich kenne Sie nicht. Sind Sie neu in der Stadt? Ich hoffe, Sie meinen damit eine Arbeit, sonst sollten Sie sich mit Nova unterhalten. Ich suche jemanden, der eine Lieferung für mich erledigt. Sind Sie interessiert? Prima. Bringen Sie bitte meiner Familie in der Siedlung Arafu diese Nachricht. Ich habe seit Monaten nichts von Ihnen gehört und mache mir Sorgen. Sobald Sie dort ankommen, reden Sie bitte mit Davis West.
Er wird Sie gerne für die Reise bezahlen. Ich gebe Ihnen gern Informationen, denn Sie tun mir ja auch einen großen Gefallen. Arafu liegt nordwestlich von Megaton, an einer alten Potomac-Brücke. Wenn Sie den Überbleibseln des Flusses folgen, ist es nicht zu verfehlen. Nein, ich glaube nicht, dass Sie in Gefahr sind. Vielleicht kommen die Briefe einfach nicht an. Überbringen Sie bitte unbedingt die Nachricht. Tja, mal überlegen. Da wäre Evan King. Er ist so etwas wie der Sheriff der Stadt. Dann wäre da noch meine eigene Familie, die Familie Ever. Und eine alleinstehende Dame namens Karen Shensi. Abgesehen von den Monstern des Ödlands, einigen Sklavenhändlern und Raider-Überfallkommandos und vereinzelten Landminen ist es da völlig ungefährlich. Wissen Sie, wenn es einfach wäre, würde ich selbst gehen. Die vereinzelten Landminen, die machen mir am meisten Sorgen. Hey, ich danke Ihnen nochmals dafür, dass Sie das für mich getan haben. Das bedeutet mir sehr viel. Ach, nein. Ah, Mist. Mist. Nicht cool, nicht cool. Und jetzt ist es gleich Nacht auch. Okay. Wird doch keine Stundenfolge. Kann nicht mal eine Mission hier fertig machen. Vielleicht sollte ich zuerst nach Arafu gehen. Ich glaube, da ist weniger Gewalt dabei als beim Supermarkt. Wen haben wir hier? Megatron-Siedler. Mist. Nicht cool. Nicht cool. Das ist immer anders abgelaufen. Oh, verdammt. Ich hatte es ein bisschen eigen. Okay. Mist. Hasse es. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Danke dir, Deputy. Brauchen Sie was zu essen? Ja, du bist auch weg. Direkt? Man weiß es nicht. Okay, in diese Richtung muss ich. Was sagt die Weltkarte jetzt? Verdammt, die ist so blöd zu benutzen. Okay. Ja, das ist ein weiterer Weg. Wir haben die Megatron-Folge vorbei. Jetzt wird's ernst. Ich kann noch schauen, ob meine Ausrüstung verbessert wurde. Moira hat mir ja was gegeben. Neun. Zwölf. Hey. Das hätte ich ja dann verkaufen können. Ach, ich werde schon wen finden zum Verkaufen. Okay. So schaut die Mod ziemlich gut aus. Oder der Filter halt. Mods sind ja keine dabei, leider. Die hätte ich zwar gerne, aber nein. Gibt es bei mir gerade nicht. Erst wenn ich es wieder schaffe, das Spiel auf den PC zum Laufen zu bringen. Da gibt es mehrere Mods, auch ein Modcode genannt Tales of Two Wastelands. Aber dieses Mod funktioniert anscheinend auch nur ohne Mods. Und dann hätte das ja keinen Sinn, wenn ich das Spiel ohne Mods probiere. Also, ne. Okay, wo ist der Augenbot hier? Baseballschläger 9, Offizierschwert ist fast kaputt, Polizeiknüppel 6. Komm hier, kleiner Augenbot. Wie viele Schläge? Okay, das ist gut. Präsident Eden. Und Sie hören Radio Enklave. Die Stimme Amerikas. Ich treffe ihn nicht mehr. Oh Gott. Jetzt da. Uff, was lang war der letzte Schlag. Auch kein Auto bitte explodiert. Okay.
Okay, passt, passt, passt. Unseren ersten Gegner im Ödland vernichtet und ich weiß nicht mal, wo seine Loot hin ist. Sie gehört gar nichts. Nein, ich sehe sie nicht. Hier? Auch nicht. Weggeschleudert. Verdammt, ist das Spiel eigentlich dunkel. Das muss ich fast ein bisschen heller stellen dann noch. Okay, okay. Oh, ich habe keinen Speicherpunkt noch bekommen. Oder? Verdammt, jetzt muss ich weiterspielen, bis ich einen Speicherpunkt habe. Das ist nervig. Es wird dunkel. Mist. Das ist jetzt nicht gut, auch nicht. Wenn ich den Vault-Eingang nochmal sehe, werde ich wahrscheinlich einfach in die Vault wieder reingehen. Und immer schön vorsichtig alles durchklicken. Hopp. Play fliegen. Gegenüber mir. Das sind dann Raider. Ja, ich erinnere mich an diese Brücke. Haben die gerade hergeschossen? Nein, oder? Blähfliege. Okay. Die Erfahrung hole ich mir. Hier drüben. Sogar Schaden gemacht. Geh ein, Blähflieger, geh ein. Coole Rolle. Da ist die zweite. Selbst die machen guten Schaden. Ich denke immer gerade, dass ich das Fleisch eigentlich kochen müsste von den Bläflingen, aber ich bin mir ziemlich sicher, da kocht man nichts in diesem Spiel vom Fleisch her. Okay, hier rüber. Das ist ein kleines Dorf. Schaut fast so aus. Bläflingen. Das ist gut, das ist gute Erfahrung. Hopp, hier ist ein Bett zuerst. Mach die Blähflieger zuerst weg. Oh, das habe ich ganz vergessen, dass das existiert. Das hätte mich fast schon mein Leben gekostet. Ach Gott. Wenn die Landminen mich nicht kriegen, dann die explosiven Babys. Explosive Babys nur in diesem Spiel. Was habe ich so vergessen? Krass, krass, dass die auch gibt. Und bei den Autos muss man auch aufpassen. Die explodieren ja auch. Okay. Eine kleine Raststation. Uff, Vitaminen. Das sind Selbstmordminen, ja. Mist. Wie viel fehlt mir? Das kann nicht viel sein. Ab. Habe ich mir dafür einen Maddox rein? Maddox macht das ja besser, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Schaden, nein. Mentats. Okay, sehr schön. Total wert. Naja. Doch, das ist dann für die linken Repeater, glaube ich, nicht so schlecht. Aber der linken Repeater-Ort ist ja auch ziemlich schwer zu erreichen. Sehr viele Zombies, sehr viele Ghouls.
Und so far, bis jetzt, schaut's noch nicht so gut aus für mich. Das Glück hat mir noch nicht viel gebracht. Ja. Der Speicherpunkt reicht. Es ist wieder schön hell. Danke fürs Zuschauen und peace out.